fürs Leben, zum Ansehen und vor allen Dingen zum selber Ausprobieren. Das ist eines der ganz großen Themen hier am Stand der Deutschen Telekom. Schönen guten Morgen zum Sat.1 Frühstücksfernsehen. 5.30 Uhr ist es und damit die ideale Zeit, um mit uns beiden in den Tag zu starten. Best Brands sind die strahlenden Sterne am Markenhimmel. Und damit herzlich willkommen zum Best Brands Award 2015. So many wars we fight, so many. Sie ergänzen ihre bestehende Heizungsanlage mit dem HeatApp-System. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to the Central Launch Training Winter 2015. My name is Maxi Savas and it's my pleasure to welcome you here at the Audi Training Center in Munich. So now, the time has come. Everything has been completely new developed with one overriding goal. The new Audi A4 is the redefinition of the B premium segments. Its design is not mainstream. It's timeless and emotional, mature and dynamic. In wenigen Augenblicken, da ist es soweit. Da öffnen sich die Türen hier im Festsaal im Bayerischen Hof und dann werden die besten Marken gekürt. Und wir sind natürlich hautnah mit dabei. Kurioseste Kleidungsstück, das Sie bei sich im Kleiderschrank hängen haben. Es ist die erste große Motto-Show und das bedeutet, noch 10 Kandidaten kämpfen heute um den Titel Deutschlands neuer Superstar. Wie gesagt, ich freue mich so für euch. Ich würde euch schrecklich gerne umarmen, aber ich glaube, nein, ihr seid so nein! Bisschen nass ist nicht schlimm, bisschen nass ist nicht schlimm. Mmh, lecker. An der Siebener Straße ist heute alles weiß gezuckert und auf jede Menge Schnee dürften sich die Bayern wohl auch in Moskau freuen. Ob es nun klappt oder nicht am Samstag, alle außer Holger Badstuber waren heute auf jeden Fall dabei bei der angesetzten Einheit an der Siebener Straße. Ich habe mal zusammengezählt, es war dein Liga-Comeback nach genau 302 Tagen. Das Spiel gestern, wie wichtig war es für dich, jetzt endlich mal wieder auch zwischen den Pfosten stehen zu können? Incredible footage has emerged from the South African man dubbed the Lion Whisperer, playing with his unusual collection of pets in his private zoo. Kevin Richardson says that he is fully aware that the lions could kill him, but he doesn't seem the slightest bit worried. Ja, und damit hallo und einen wunderschönen guten Abend hier bei uns bei Sky Sport News HD, bei Moritz und bei mir. Ja, in der Champions League, da wurden Bayern und Dortmund natürlich gerühmt. Jetzt könnte aber ein Spieler nochmal extra geehrt werden. Eins ist klar, die Sterne am Markenhimmel, die leuchten heute noch heller als sonst. Die Party drinnen, die geht fleißig weiter, aber mir tun unglaublich die Füße weh. Deswegen mache ich mich hier zum Acker. Tschüss! Oh.